Und wir haben bei den Koalitionsverhandlungen schon dieses Thema aufgenommen und gesagt, das Verbot von Plastiksackern, das sollte ein rot-grünes Projekt sein. Und ich freue mich, dass wir heute mal weitere Schritte dazu setzen können, weil erste Schritte haben wir schon gesetzt. Also für 85% der Wienerinnen und Wiener sind Plastiksackern sehr schädlich oder eher sehr schädlich für die Umwelt. 79% der Befragten sagen, sie können sehr leicht oder eher schon leicht auf die Verwendung eines Plastiksackerls beim Einkauf verzichten. Und jeder zweite Befragte spricht sich für ein Verbot von Plastiksackerln aus. Also die Bereitschaft ist auch laut einer aktuellen IFES-Umfrage, also die Bereitschaft, Änderungen vorzunehmen, ist auch laut einer aktuellen IFES-Umfrage eine sehr, sehr große. Plastiksackerl sind das Symbol der Wegwerfgesellschaft. Wir haben sie meistens nicht länger als 20 bis 30 Minuten in der Hand. Der Abbau dauert in Folge 400 Jahre. Und ich glaube, das wird den Menschen immer mehr bewusst. Das ist wirklich ein Luxusgut der Konsumgesellschaft, auf das man auch ohne Wohlstandsverlust wirklich, glaube ich, sehr, sehr leicht verzichten kann. Ja, was ich heute vorschlagen möchte, ist einfach ein Stufenplan, wie man aus dem Ganzen sozusagen herauskommen kann. Der erste Schritt wäre mal einfach einmal ein Verbot von Gratissackerln beim Einkaufen. Das betrifft diese ganzen Obst- und Gemüsesackerln, das betrifft aber auch die Sackerln auf Märkten. Auf Märkten, finde ich, ist es derzeit noch ganz besonders schlimm. Ich weiß das, wenn man einmal über den Brunnenmarkt geht und nicht ganz vehement Nein sagt, hat man dann beim Heimgehen plötzlich 10 Plastiksackerln in der Hand, die man eigentlich nicht braucht und die man nicht wollte. In einem zweiten Schritt wäre es wichtig, die Plastiksackerln zu substituieren durch mehrfach nutzbare Sackerln. Das ist eigentlich ökologisch gesehen das Allerbeste. Also auch ein Plastiksackerl wäre es nicht so schlimm, wenn man es bis an sein Lebensende sozusagen verwenden würde. Es ist aber als Wegwerf- und Einmalprodukt sozusagen in Benutzung. Deswegen glaube ich, dass wir da um ein Verbot nicht herumkommen. Aber mehrfach nutzbare Sackerl wie Stoffsackerl oder Sackerl aus nachwachsenden Rohstoffen. Der dritte Schritt wäre dann ein generelles Verbot von Plastiksackerl. Wenn es nach uns geht, dann dauert das überhaupt nicht mehr lange. Es gibt noch Anträge aus anderen Bundesländern, Plastiksackerl zu verbieten. Und zwar, wenn ich mich täusche, aus Salzburg, aus Oberösterreich und auch aus der Steiermark. Es ist der Herr Bundesminister Berlakovic gefordert, aber da, glaube ich, da spießt er sich. Also da glaube ich, wird es nicht so schnell gehen. Und darum denke ich mir, ist die Initiative in Wien besonders wichtig, weil Wien ist immerhin die größte Stadt Österreichs und auch die Bundeshauptstadt. Und wenn wir da was voranbringen, dann wird auch insgesamt was weitergehen. Julie Simon hat es zuerst schon gesagt, es ist im Grunde genommen ein Symbol einer Wegwerfgesellschaft. Da muss man was tun. Zwei Möglichkeiten gibt es, also entweder verbieten, das versuchen wir, oder wie es in Irland gemacht wird, zu besteuern. Die EU weiß noch nicht, was sie tun will. Es wird eine Umfrage kommen und dann wird es eine Richtlinie geben, aber es wird möglicherweise länger dauern und deswegen unsere Initiative. Ich wollte nur sagen, in Italien ist es verboten worden und ein interessantes Land ist natürlich Irland, habe ich schon gesagt, mit einer Steuer drauf, aber ein besonders interessantes Land ist Bangladesch. Bangladesch hat die Plastiksackerl verboten aus einem ganz einfachen Grund, weil bei Monsunstarkregen die Plastiksackerl dort die Kanalisation verstopfen und das zu riesigen Überschwemmungen geführt hat. Das heißt, bewiesen ein ökologischer Grund, das zu tun, einerseits, andererseits natürlich auch wieder diese Unmengen an Erdöl, die dafür verwendet werden. Die wichtigste Ersatzmöglichkeit wäre eigentlich, man hat eine Tasche, so wie die hier, die gibt es auch als Einkaufstasche, die ist vernünftig von der ARA, mit dem ARA und von der Stadt Wien, wo man hier sozusagen den Müll mehr oder weniger mitnehmen kann oder das Glas mitnehmen kann zu der Glastonne. Aber es gibt auch die Möglichkeit, mit Taschen einzukaufen. Das ist nicht was Altvaterisches oder Altmütterliches, sondern das ist in Wirklichkeit eine vernünftige ökologische Maßnahme, das zu tun. Das ist die eine Seite. Die andere Möglichkeit ist, es gibt auch mittlerweile sogenanntes Bioplastik. Wobei es Plastik bei Bio, das ist immer so eine Sache. Aber Faktum ist, es ist Kartoffelstärke, Maisstärke oder Milchsäure. Ein Milchsäureprodukt wird dafür verwendet. Die haben natürlich auch einen anderen Effekt, weil wir haben ja nicht nur das Problem mit dem Plastiksackerl, sondern mittlerweile gibt es auch die Semmeln, die Äpfel und was auch immer im Plastik. Das muss man sich auch anschauen. Und last but not least, und das zeigt der Film besonders gut, dass es ja, das Plastik ist ja nicht stabil, sondern das Plastik gibt Stoffe ab an die Materialien, in denen sozusagen, ob es jetzt Flüssigkeiten sind oder Obst. Und es ist einfach viel vernünftiger, kein Plastik zu verwenden, sondern in Wirklichkeit eben Biokunststoffe zu verwenden und dann können wir da weiterkommen. Um ökologische Abfallwirtschaft voranzutreiben, kann es nur eins geben, der Bund muss die Plastiksackel möglichst bald verbieten.